Sie haben vor Urzeiten geholfen, mit geheimnisvollen Naturgewalten, mit Donner und Blitz, Vulkanausbrüchen und mit der rätselhaften menschlichen Seele irgendwie klarzukommen und wurden so zu Heroen der nordeuropäischen Sagenwelt. Also, ich komme zur Arbeit ins Labor, / Haus deiner Mutter. Und während ich damit rechne, dass du immer noch im Pyjama rumhockst und Frust schiebst, Eis löffelst und grübelst über, du weißt schon wen, tust du nichts dergleichen. Du hast ein richtiges Kleid an, hast sogar geduscht, was? Du schnupperst nämlich gut. Willst du irgendwas Konkretes sagen? Dann wär's schön, wenn du jetzt dazu kommen würdest. Gut. Die Geräte im Labor, die du nicht mehr ansiehst, an deiner Stelle würde ich's wieder tun. Puh. Das ist doch der Grund, warum wir hier sind. Das ist irgendwie defekt. Hab ich auch gedacht. War auch meine Taktik. Ich hab nur gedacht, du löst das wissenschaftlich ab. Seither ist die Welt nicht weniger fragwürdig. Zu Donner und Blitz, die wir inzwischen einigermaßen erklären können, sind kosmologische Zumutungen über uns gekommen, die wir eigentlich nur poetisch bewältigen können. Typisch. Jane. Entschuldigung, ich wollte nur sehen, ob du echt bist. Es ist heute ein sehr merkwürdiger Tag. Ja, ich bin echt. Was? Wo warst du? Ich hab gewartet und dann hab ich geweint und dann hab ich versucht, dich zu finden. Du hast gesagt, du kommst zurück. Ich weiß, aber Kriege tobten, Plünderer brandschatzten. Ich musste dem Morden ein Ende bereiten. Für eine Ausrede ist das nicht mal übel. Ich glaube, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Und so vereint sich das eigentlich Unvereinbare. Wird die Liebe der heutigen Wissenschaftlerin Jane, Natalie Portman, zum durch die Wolken donnernden Thor, Chris Hemsworth, irgendwie plausibel? Das war für New York. Sie ist großartig. Ich mache gerne sehr unterschiedliche Filme. Und die Arbeit mit Computergrafik ist so eine wunderbare Übung für deine Vorstellungskraft. Als Schauspieler ist man gewöhnt, sich das Innenleben seines Charakters auszudenken. Aber auch alles um dich herum vorzustellen, ist eine große Herausforderung. Es ist immer gut, sich daran zu erinnern, wenn man zu einem normalen Film ohne Effekte kommt, dass man trotzdem seine Umgebung im Kopf schaffen kann. Dass man seine Fantasie nutzen sollte. Und weil die Comicwelt, nicht ganz unähnlich der realen, immer wieder in Gefahr gerät, braucht es Helden, die dieser finsteren Bedrohung standhalten. Du musst sehr verzweifelt sein, wenn du hier auftauchst und mich um Hilfe bittest. Warum denkst du, du kannst mir vertrauen? Ich tue es nicht. Die verfeindeten Brüder. Verrätst du mich, bring ich dich um. Thor, Loki und die Rätsel der Weltenrettung. Wann fangen wir an? Das Publikum erwartet, dass ihr irgendwie die Welt rettet. Aber wie kommt man zu frischen und großartigen Ideen, um es originell zu machen? That's the work. Yeah. Das ist Arbeit. Die Zuschauer sind intelligent. Sie wollen nicht das Essen vom Vorjahr in der Mikrowelle aufgewärmt. Es geht um Imagination. Um das noch nie Gemachte. Das Tolle an diesem Film ist, dass er in London spielt. Und wir haben noch keine Superhelden in London erlebt. Die Gestaltung von Asgard war ein entscheidender Punkt. Und sie haben es geschafft, Asgard zu einem glaubhaften Ort werden zu lassen. Diese ätherische Stadt oben am Himmel wurde lebendig. Du erlebst das Treiben der Leute auf den Straßen. Die Sets wurden außen gebaut, um reales Licht zu nutzen. Wir sind an wunderschöne, echte Drehorte gegangen, weg von der Greenscreen. Es ist eine wesentlich ansprechendere und greifbarere Ästhetik. Du stehst vor einem Feind, den nur wenige kennen. Den nur einer kennt. Ein Australier spielt den Thor. Begleitet von einer multikulturellen Truppe. Heimdall ist farbiger. Thors Freundin wird von einer jüdischen Schauspielerin gespielt. Ein harter Brocken für diese Nazi-Mystagogen, die die uralten nordischen Götter zu gern für sich allein reklamieren möchten. Also, im Namen von Thor und Loki, was sagt ihr denen? Well, they don't have the hammer, do they? Nun, die haben nicht den Hammer. Der gehört uns. And I got the horns. Und das sind meine Hörner. Right, we got the costumes. Wir haben die echten Kostüme.